die F-104 Starfighter. Für viele Luftfahrtenthusiasten ist sie der Inbegriff des Kampfflugzeugs. Der Sternenkämpfer sollte den Beweis liefern, dass die Rüstungsindustrie den Militärs praktisch jeden Wunsch erfüllen könnte. Die Realität sah vor allem in Deutschland am Ende anders aus. Das Flugzeug war nie dafür gedacht, wofür wir es vergewaltigt haben. Der revolutionäre Jet zeigte der noch jungen Bundeswehr ihre Grenzen auf. Die 104 hatte halt ihre Grenzen, die beachtet werden mussten. Dennoch, kein Militärjet erreichte in den 50er Jahren seine Geschwindigkeit, stieg so mühelos in bis dato ungeahnte Höhen. Wir waren eher stolz darauf, dass wir das flogen. Aber mit Liebe und Hass hatten wir nichts am Hut. Die F-104 Starfighter. Ihre Entwicklung beginnt beim US-Flugzeugbauer Lockheed bereits Anfang der 1950er Jahre. Der leichte, weil einstrahlige Jäger soll Abfang- und Verfolgungseinsätze gegen schnell einfliegende Ziele durchführen. Der Starfighter war für eine spezielle Aufgabe optimiert. Und die hat er wirklich erfüllt. Er war ein Pinpoint Interceptor, zu der Zeit wohl mit der beste überhaupt. Dafür sorgt das revolutionäre Design der Maschine. Klein, einfach, besonders leistungsfähig, wendig und gute Rundumsicht für den Piloten. Das waren nach dem Koreakrieg die Wünsche der US-Kampfflieger an die neue Jet-Generation. Daraufhin entwickelt Lockheed eine Art Raketenflieger. Es war aerodynamisch auf alle Fälle ein neues Flugzeug. Ein großer Wurf, wie das oft so genannt wird. Da auch zum ersten Mal damals mit dieser aerodynamischen Eigenart der ganz dünnen Vorflügel Mach 2 geflogen werden konnte. Die messerscharfen Stummelflügel, die den Überschallflug ermöglichen, und das kraftvolle Triebwerk verleihen dem Starfighter seine atemberaubende Beschleunigung. Die F-104 ist halb so schwer, aber doppelt so schnell wie die damaligen US-Jets. Für mich ist es eines der schönsten Flugzeuge, die sie je gebaut haben. Dem Superjäger fehlt jedoch die Eignung zum allwetterfähigen Mehrzweck-Kampfjet. Denn die kleinen Tragflächen und der schmale Rumpf bieten kaum Platz für Steuerelemente, Tanks und zusätzliche Ausrüstung. Als der Jet 1956 an die US-Luftwaffe ausgeliefert wird, sind die großen Bomberverbände inzwischen rar am Himmel. Der Starfighter ist geschaffen worden als Jagdflugzeug, weil man glaubte, dass in dem Kriegsbild der späten 50er Jahre in großer Höhe große Bomberverbände fliegen. Tatsächlich aber war dieses Kriegsbild, als er dann auf den Markt kam und gerade als die Luftwaffe ihn dann beschafft hat, schon nicht mehr vorhanden. Das heißt, die Bomberverbände, die man sich vergleichsweise wie im Zweiten Weltkrieg in großer Höhe durch den Luftraum schwirrend vorstellt, die gab es in dem Kriegsbild nicht mehr. Der Erfolg bei der US-Luftwaffe bleibt deshalb aus. Viele US-Bündnispartner suchen zur gleichen Zeit jedoch nach einem modernen Jet, um ihre alten Flotten zu modernisieren. So wie Deutschland, dessen Luftstreitkräfte sich noch im Aufbau befinden. Die junge Bundesrepublik sucht nach einem preiswerten, allwetterfähigen Mehrzweck-Kampfflugzeug, das doppelte Schallgeschwindigkeit fliegen soll und für Atomwaffeneinsätze geeignet ist. Es soll ein Flugzeug von der Stange sein, das es so jedoch auf dem Markt gar nicht gibt. Das Entscheidende ist halt, dass die Luftwaffe glaubte, mit der Beschaffung des Starfighters insgesamt 3 verschiedene Kampfflugzeugtypen ablösen zu können. Hinzu kam eben auch noch der Ersatz 2 Flugzeugtypen bei der Marine, sodass man sich vorstellte, durch die Vereinfachung oder Standardisierung der Ausbildung, des fliegenden und des technischen Personals und auch der gesamten Logistik in den Verbänden Einspareffekte zu erzielen und auch die Ausbildung gerade in der Aufbauphase der Luftwaffe vereinfachen zu können. Ein Herkulesvorhaben für eine Luftwaffe, die es nach dem Zweiten Weltkrieg erst einmal 10 Jahre gar nicht gibt. Erst 1956 mit der Wiederbewaffnung werden neue Jetgeschwader aufgestellt. Dennoch träumen führende Politiker und Militärs schon von einer der bestausgerüsteten und schlagkräftigsten Luftflotten der Welt. Der Starfighter ist beschafft worden für die Bundeswehr, weil die Luftwaffe ihn wollte. Weil ausgehend von den Generalen Johannes Stahnhoff und Josef Kammhuber erst der Verteidigungsminister Franz Josef Strauß, dann der Verteidigungsausschuss, der Haushaltsausschuss und letztlich das Plenum des Bundestages dem Beschaffungswunsch der Luftwaffe zugestimmt haben.
Das heißt, hier sind nicht viele Köche, die den Brei verdorben haben, sondern hier hat die Luftwaffe sich in einer Beschaffung durchgesetzt und hatte letztlich dann auch die Konsequenzen für eine nicht ganz einfache und in vielerlei Hinsicht auch falsche Beschaffungsentscheidung, nachher die Konsequenzen zu tragen. Im Mittelpunkt dieser wenig transparenten und geheimnisumwitterten Beschaffung steht der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages hat festgestellt, dass Franz Josef Strauß keine Bestechlichkeit vorgeworfen werden kann. Gleichzeitig hat dieser Untersuchungsausschuss allerdings auch festgestellt, dass die Beschaffung und die Auftragsvergabe an Lockheed nicht so durchgeführt wurde, dass sie nachvollziehbar ist. Also es bleiben Gerüchte im Raum. Und wenn man sieht, dass Prinz Bernhard der Niederlande ganz offenkundig geschmiert wurde und seine Aufgaben danach aufgegeben hat, dann bleibt der Schimmer des Verdachts hängen. Der Beweis fehlt allerdings. Am Ende kauft die junge Republik die Katze im Sack, weil die Luftwaffe glaubt, die notwendige, aber noch zu entwickelnde Technik einfach nachrüsten zu können. Ein Irrglaube. Als 1958 die Entscheidung für den Starfighter fällt, existiert die deutsche Version F-104G so nur auf dem Reißbrett. Der erste Bundeswehr-Starfighter läuft erst ein Jahr später in Kalifornien vom Band. 1961, mit Beginn der US-Serienproduktion, startet auch in Europa ein gigantisches Nachbauprogramm. Zeitweise sind dabei mehr als 100.000 Arbeiter in 25 Luftfahrtwerken bei 3 Triebwerksfirmen und 36 Elektronikunternehmen beschäftigt. Durchschnittlich laufen pro Monat 13 Jets vom Band. Stückpreis 6 Millionen D-Mark. Die deutsche Luftfahrtindustrie sagt heute, dass der Starfighter der Einstieg ist, um letztendlich den A380 bauen zu können. Das heißt, er ist das erste Flugzeug, mit dem die deutsche Luftfahrtindustrie Hochtechnologie nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut hat. Und alles, was mit dem Starfighter anfing, was dann zum Beispiel mit dem Tornado oder anderen Flugzeugen in Deutschland und Europa fortgesetzt wurde, hat seine Wurzeln bei der F-104. 1960 werden die ersten deutschen Starfighter-Piloten in den USA auf den neuen Jet umgeschult. Nach einer Woche Theorie absolvieren die handverlesenen Umschüler insgesamt 26 Übungsflüge. Im Eiltempo müssen sie die extrem anspruchsvolle F-104 alleine meistern können. Eine große Herausforderung für Piloten, die bisher Unterschalldüsenjäger geflogen haben. Für einen kurzen Zeitraum hatte das sicher auch mit einer nur kurzen Umschulungszeit zu tun. Die 104 hatte halt ihre Grenzen, die beachtet werden mussten. Andere Flugzeuge waren vielleicht verzeihlicher oder haben mehr verziehen an Fehlbehandlung. Die 29.000 PS des Triebwerks beschleunigen ihn in nur 15 Sekunden von 0 auf 350 Kilometer pro Stunde. Danach bleiben ihm wenige Sekunden für zahlreiche Handgriffe, wie den Fahrwerkshebel zu betätigen. Geschieht dies zu spät, fahren die Räder nicht richtig ein und beeinträchtigen die ohnehin schon grenzwertige Aerodynamik des Jets. Das Kernproblem ist halt nach wie vor, dass die Aufgaben, die der Starfighter zu bewältigen hatte, mit dem Flugzeug nicht in Einklang zu bringen waren und die Flugzeugführer mit diesem Flugzeug auch technisch in der Anfangsphase durchaus überlastet waren. Der Knackpunkt ist nicht der Starfighter, der ein sinnvoll konzipiertes Flugzeug ist. Die deutsche F-104 wird zum Krisenflieger, weil die Bundeswehr aus dem einfachen Schönwetterabfangjäger einen tieffliegenden Jagdbomber macht, der durch die notwendige Zusatzausrüstung störanfällig wird. Es war nur ein Flugzeug, das zu haben war, das war zu einem guten Preis zu haben und deswegen wurde es gekauft. Extra Navigationsgeräte, Visiereinrichtungen und Radarsysteme machen den Jet letztlich immer schwerer und komplexer. Unerfahrene Kampfflieger sollen ihn trotzdem in Rekordzeit beherrschen lernen, um die 1960 bereits bestellten 700 Jets auch einsetzen zu können. Anspannung, es war Anspannung pur, jetzt diesem Gerät auch gerecht zu werden. Dabei mangelt es in den deutschen Ausbildungsverbänden zu Beginn an Trainingsjets und Fluglehrern. Manchmal vergehen für die Pilotenschüler mehrere Wochen von der Schulung im zweisitzigen Trainer bis zum ersten Soloflug im Einsitzer. Und der ist im Einsatzflugbetrieb, ausgerüstet mit Zusatztanks und womöglich Bomben, weitaus sensibler als die Trainingsmaschine. Die Stummelflügel waren ein großer Nachteil des ganzen Flugzeuges. Und wenn da zum Beispiel zwei Zusatztanks dranhingen oder gar noch Bomben,
dann war erstmal die Take-off-Roll unheimlich lang und man war schwerfällig wie ein Elefant. Die kleinen Flügel liefern erst bei vergleichsweise hohem Tempo genug Auftrieb, um in die Luft zu kommen und dort auch zu bleiben. Ihr spezielles aerodynamisches Design, für den Abfangeinsatz optimiert, verlangt den Piloten bei den nun vorherrschenden Tiefflugeinsätzen ein Höchstmaß an Konzentration ab. Zu Anfang wurde ziemlich hart geflogen, ohne dass man diese Erfahrung hatte, was könnte jetzt kommen. Und da gab es die Unfälle. Wenn man natürlich erfahrener Pilot war, dann war sie nicht mehr unforgiving. Dann wusste man eben, wie sich das Tier benimmt und konnte sagen, jetzt muss ich dies machen und jetzt darf ich dies nicht mehr machen. Dazu gesellen sich Schwierigkeiten mit dem Triebwerk, dessen Ausfall gleich Absturz bedeutet. Es ist besonders anfangs zu Triebwerksproblemen gekommen. Versagen des Triebwerks nach dem Start oder Versagen des Triebwerks in der Luft. Das hat's alles gegeben. Kampfflieger stecken in einem Dilemma. Um ihren gefährlichen Beruf zu meistern, dürfen sie nie an ihrem Können zweifeln und werden so in der Ausbildung darauf getrimmt, einer Elite anzugehören. Nun, man wird ja in Amerika zu Overconfidence erzogen. Während der fliegerischen Ausbildung, die 2 Jahre in Amerika, wird einem immer wieder gesagt, dass man zu den Besten gehört. Insofern ist es schwierig für einen Piloten, ein Flugzeug aufzugeben. Weil er immer im Hinterkopf hat, Mensch, irgendwas habe ich vielleicht falsch gemacht. Und das könnte und hat auch wohl in einzelnen Fällen dazu geführt, dass einige Piloten einfach zu spät ausgestiegen sind und die sind dann tödlich verunglückt. Ein vielschichtiger Ursachenmix führt schnell zu ganzen Absturzserien, die den Starfighter in der Öffentlichkeit ins Gerede bringen. Das war eine Zeit lang sehr demoralisierend, weil wir eine Formation in der Nordsee verloren. Warum, weiß keiner. Und der dritte Fall, setzte ein Triebwerk aus, kurz nach dem Start. Eine schlimme Situation, wenn man noch nicht richtig hoch ist und das Triebwerk setzt aus. Da konnte man wegen des alten Fallschirms, den wir damals hatten, auch nichts mehr retten. Der C2-Sitz bietet am Boden erst ab rund 120 Stundenkilometern gute Überlebenschancen. Dem modernen, superschnellen, fliegenden Geschoss wird das Rettungssystem einfach nicht gerecht. Vor allem beim Start, der Landung und im Tiefflugeinsatz gleicht ein Ausstieg einem russischen Roulette. Dabei sind die Piloten anfangs den schnellen Handlungsabläufen und dem geringen Fehlerspielraum in der F-104 nur unzureichend gewachsen. Selbst im Tiefflug schafft der Jet Überschallgeschwindigkeit, fordert im Luftnahkampf aufgrund der Stummelflügel vom Piloten sein ganzes Können. Der Starfighter war wohl in Europa überfrachtet worden, weil er eigentlich als Abfangjäger konzipiert war. Und zwar als Abfangjäger schneller Takeoff, in große Höhen abfangen und wieder landen. Was wir Europäer draus gemacht haben, auch wir Deutsche, ist eben ein Jagdbomber mit entsprechenden Waffen drunter, die schwer sind. Wir haben Tanks unter den Wings gehabt, die ja rasierklingenartig schmal sind. Wir haben ihn als Aufklärer mit Kameras benutzt. Und das alles hat eben die Aerodynamik sehr verändert. Und aus diesem Grund war es doch ein wenig kritisch, vor allen Dingen in der Anfangszeit für die Piloten, die aerodynamischen Grenzen zu erkennen. Schon der Auftakt zur F-104-Epoche in der Bundeswehr, geplant als grandioses Spektakel, mutet wie ein böses Omen an. Bei der Generalprobe für die Premierenfeier in Nörvenich, wo 1962 das erste Starfighter-Geschwader feierlich in Dienst gestellt werden soll, bohrt sich die noch frische Luftwaffen-Kunstflugstaffel in den Boden. Alle 4 Piloten kommen ums Leben. Also der Starfighter war nicht richtig kunstflugtauglich, jedenfalls nicht auf Flugshows, wo man in verhältnismäßig niedrigen Höhen sogenannte Over-the-Tops fliegt. Das ist Kunstflug, Loopings, etwas in der Richtung. Dafür war er einfach nicht geeignet, weil er nicht so wendig war. 1963 beim US-Flugzeugbauer Lockheed beginnt man mit der Erprobung eines Raketenstartsystems für die F-104, das schon bei den Kampfjets F-86 und F-100 verwendet wurde. An diesem sogenannten SEL-Projekt beteiligt sich auch Deutschland.
Mit ZEL, Zero Length Launch, also Start aus dem Stand heraus, soll der Starfighter in die Luft katapultiert werden. Wir waren in der heißesten Zeit des Kalten Krieges. Die NATO-Doktrin zu der Zeit hieß massive Vergeltung. Und man wollte damit erkennbar machen, dass wenn ein Angriff stattfindet und unsere Plätze zerschmissen sind, werden wir trotzdem diese Vergeltung ausüben, indem unsere atomar bestückten Flugzeuge aus dem Bunker raus starten und den Gegenschlag ausführen. Nach ersten bemannten Startversuchen auf der US-Luftwaffenbasis Edwards wird das Programm ab 1966 auf den bayerischen Fliegerhorst Lechfeld verlagert. Sehr oft kommen Leute und sagen, ihr Düsenkampfpiloten, ihr seid ja alle nicht ganz richtig im Kopf. Wer setzt sich denn auf ein Benzinfass und nimmt dann auch noch ein Streichholz und zündet es hinten an? Das war halt eine technische Lösung, die für sich gesehen völlig in Ordnung war. Die Anforderungen an Piloten lagen mehr im psychologischen Bereich. Man musste halt die Ruhe bewahren. Nach dem erfolgreichen Start wirft der Testpilot das ausgebrannte Raketentriebwerk einfach ab. Es schlägt auf einem abgesperrten Feld vor dem Startplatz auf und kann nicht wiederverwendet werden. Der Pilot setzt den Flug dagegen normal fort und landet den Starfighter schließlich wieder mit dem Bremsfallschirm auf dem Fliegerhorst Lechfeld. Entscheidend für die Starts ist vor allem die ausreichende Beschleunigungskraft des Raketenantriebs. Bevor er gezündet wird, startet der Testpilot das Starfighter-Triebwerk, fährt es auf vollen Trockenschub hoch, zündet dann den Nachbrenner und wartet, bis die Triebwerkswerte konstant sind. Dann entsichert er den Zündkreis und startet die Rakete. Das Fahrwerk und die Landeklappen fahren wenig später automatisch ein. Normalerweise hält der Pilot den Leistungshebel und den Knüppel in der Hand. Aber beim ZEL-Start hat der Knüppel in dem Moment gar keine Funktion. Das wird eine ballistische Flugphase. Ob ich den Knüppel nun festhalte oder nicht, spielt keine Rolle. Und ich hatte dann überlegt, ob ich die Hand nicht besser an den Schleudersitzgriff tue, für den Fall, dass, wenn was schief ist, wie ich mich sofort rausschießen kann. Aus Sicherheitsgründen wurde dabei der alte C2-Serienschleudersitz gegen einen moderneren Sitz ausgetauscht. Wenn Sie mich fragen, was war eine kritische Situation, dann kann ich Ihnen sagen, ich habe keine erlebt. Nur hinterher hat man gesehen, dass es durchaus nicht immer unkritisch war. Bis Mitte 1966 werden 7 erfolgreiche ZEL-Starts absolviert. Kosten pro Start rund 115.000 D-Mark. Mit dem Wechsel der NATO-Strategie von der massiven Vergeltung zur flexiblen Antwort wird ZEL beendet. Bereits in den ersten 6 Starfighter-Jahren verliert die Bundeswehr 66 Maschinen. Der Jet gerät zwangsläufig ins Visier der Medien. Nach einem NATO-Manöver führt eine allgemein bundeswehrkritische Berichterstattung 1962 zur sogenannten Spiegel-Affäre. Konservative Kreise werfen Spiegel-Mitarbeitern und Herausgeber Rudolf Augstein Landesverrat vor. Spiegel-Journalisten werden verhaftet, die Räume des Nachrichtenmagazins in Hamburg durchsucht und von der Polizei besetzt. Die Affäre wird zum Politskandal und zur Vertrauenskrise innerhalb der schwarz-gelben Regierungskoalition. Verteidigungsminister Franz Josef Strauß muss zurücktreten. Er hatte die Verhaftungen veranlasst. Die Spiegel-Journalisten werden freigesprochen und rehabilitiert, was heute allgemein als Sieg für die Pressefreiheit betrachtet wird. Der Kalte Krieg und die Angst vor einem massiven Erstschlag durch den Warschauer Pakt beschäftigen die Luftwaffe schon beim Kauf des Starfighters. Die Strategen suchen deshalb nach Möglichkeiten, die Abhängigkeit von unbeschädigten, langen Startbahnen zu verringern. Daraus entwickelt sich in der ersten Hälfte der 1960er Jahre zusammen mit dem US Marine Corps das mobile SATS-Projekt. Starts und Landungen auf kurzen, transportablen Bahnen sollen erprobt werden. Dafür verstärkt man in den USA bei 3 deutschen Starfightern den Flugzeugrumpf und montiert einen Fanghaken. Im Grunde ist SATS
nichts anderes als die Verlegung eines Flugzeugträgerdecks aufs Land. Wir haben einen Katapultstart und wir haben eine Fanganlage für die Landung. Wegen der kurzen Bahn ist der Anflug bis zu 25 Stundenkilometer langsamer als die Minimalgeschwindigkeit im Normalbetrieb. Ein Balanceakt für die Testpiloten und eigentlich ein kontrollierter Absturz. Wie auf einem Flugzeugträger muss der Pilot punktgenau aufsetzen, ohne die Maschine abzufangen. Man musste aufpassen, dass man weit genug drin war, damit man mit dem Haken nicht gleich die Metallbahn aufnimmt. Man musste unten sein, der Haken touchte den Boden zuerst. Man musste runter sein und sofort derotieren, um das Bugrad am Boden zu kriegen, bevor man in der Fanganlage war. Und dann musste man Gas geben für den Fall, dass man das Fangseil nicht erwischt hat. Die Anstellwinkelanzeige im Cockpit wird verbessert, um den Piloten zu unterstützen, der ja mit hohem Tempo auf einer extrem kleinen Fläche aufsetzen soll. Die hohe Anfluggeschwindigkeit des Starfighters, die aufgrund der Stummelflügel unausweichlich ist, fordert den Piloten dennoch alles ab. Die Fehlermarsch geht gegen Null. Nicht nur Flugzeugträgerlandungen werden mit der F-104 erprobt. Zum Satzprojekt gehört auch ein Katapult, um die Maschine auf einer 220 Meter langen Piste auf Abfluggeschwindigkeit zu beschleunigen. Das Bugfahrwerk des Starfighters wird auf den Katapultschlitten gestellt und befestigt. Stahlseile, die über eine Mechanik von zwei Starfighter-Triebwerken gezogen werden, beschleunigen den Schlitten in einer Laufschiene. Bei der Satzgeschichte war es jetzt so, dass man den Katapultstart noch einigermaßen hinbekam. Das war eine reine Leistungsfrage. Es war natürlich auch ein Problem, das Flugzeug stabil auf dem Dolly zu halten. Aber da will ich nicht ins Detail gehen, das funktionierte einigermaßen. In nur 7 bis 8 Sekunden beschleunigt der Schlitten dabei die F-104 von 0 auf rund 360 Stundenkilometer, die Abfluggeschwindigkeit. Aber 1966 sieht die Bundeswehr für solche Starts keine Notwendigkeit mehr und beendet das Testprogramm. Die NATO-Forderungen, die ja die Grundlage für Satz als solches waren, nämlich die massive Vergeltung, diese Doktrin war fallen gelassen worden in der Zwischenzeit und man überlegte sich was anderes. Und aus dieser Überlegung heraus kam die Entwicklung der Senkrechtstarter. Zur gleichen Zeit erreicht die sogenannte Starfighter-Krise ihren Höhepunkt. In den Jahren 1965 und 66 verunglücken 47 Jets, kommen 30 Piloten ums Leben. Die Probleme finden sich in allen Bereichen. In den Geschwadern fehlen hunderte Flugzeugmechaniker, um die vielen Maschinen zu betreuen. Während bei NATO-Partnern ausschließlich länger dienende Zeitsoldaten an den Jets arbeiten dürfen, schrauben in der Bundeswehr oft Wehrpflichtige daran herum. Viele Mechaniker sind nur überhastet ausgebildet worden. Es fehlen Hallen, um die teuren Flugzeuge trocken abzustellen. Und aufgrund der vielen technischen Änderungen gleicht kaum eine Maschine der anderen. Auch den deutschen Starfighter-Piloten mangelt es an Erfahrung. Während kanadische F-104-Flieger 30 Stunden pro Monat am Steuerknüppel verbringen, sitzen Piloten hierzulande im Durchschnitt nur 13 Stunden im Cockpit. Die meisten verunglückten Piloten hatten so nur ein paar hundert Stunden Starfighter-Erfahrung. Das europäische Schmuddelwetter trägt ebenfalls seinen Teil zur Krise bei. Anfangs stehen die Jets bei Nässe und Kälte im Freien, was die empfindliche Elektrik anfällig macht und im Flug immer wieder zu Ausfällen von Ventilen, Steuereinheiten und Triebwerken führt. Weil die Piloten überfordert waren, die Techniker waren überfordert, die ganze Organisation war überfordert und war nicht durchdacht. Die Infrastruktur war überfordert, die Landebahnen waren zum Teil zu kurz, die Flugsicherung war überfordert. Es war eben nicht alles richtig vorbereitet, weil wir einfach in Zugzwang waren. Wir mussten etwas Neues haben und da wurde keine Rücksicht genommen, wenn was schief lief. In den Geschwadern selbst herrscht in dieser schwierigen Phase ein enormer Druck auf alle Beteiligten. Einerseits mangelt es an Ersatzteilen, fehlt erfahrenes Personal in der Organisation und den technischen Abteilungen. Andererseits gibt es strenge NATO-Anforderungen. Die Geschwader müssen 70% einsatzfähige Flugzeuge bereitstellen.
Oftmals steigen so wegen der gravierenden Wartungsdefizite Maschinen in den Himmel auf, die eigentlich in die Wartungshalle gehören. Die logische Konsequenz sind Unglücke. Wenn etwas passiert war, dann haben wir analysiert. Und zwar ganz streng analysiert, wo kann der Fehler gelegen haben. Denn was wir ja verhindern wollten, ist, dass ein Fehler, wenn er schon mal gemacht worden ist, sich wiederholt. Die Analyse war wichtig. Rumgeweint und rumgejammert wurde nicht. Aber es wurde hart an den Ursachen des Unfalls gearbeitet. Und da sind wir denn ja auch sehr viel besser geworden. So absurd es in dieser fatalen Situation klingen mag, in der sich die Starfighter-Piloten befinden, die meisten von ihnen lieben ihr Arbeitsgerät. Die meisten Starfighter-Piloten lieben ihr Flugzeug und die wenigsten verdammen es. Mir ist kein einziger bekannt. Das bedeutet nicht, dass sie unkritisch diesem Flugzeug gegenüber sind. Aber sie haben mit einer gewissen Technikhörigkeit ihren Beruf als Piloten ausgeübt. Sie haben sich auf die Technik verlassen. Die meisten sind damit ja auch gut gefahren. Und es ist ein gewisser, ich nenne es mal Fatalismus im Fliegerberuf, dass man ungeachtet eines Absturzes in der eigenen Staffel am Morgen, nachmittags um 3, dann trotzdem fliegt, weil das Fliegen der Beruf ist, weil das Fliegen auch für viele eine Leidenschaft ist und weil alle diejenigen, die den Starfighter fliegen, letztlich auch wegen des Wunsches zum Fliegen in die Bundeswehr gekommen sind. Auf dem Höhepunkt der Starfighter-Krise kommt es zwangsläufig zu personellen Veränderungen an der Luftwaffenspitze. 1966 scheidet Luftwaffeninspekteur General Panitzky aus. Nachfolger wird General Johannes Steinhoff, ein erfahrener Jagdflieger aus dem Zweiten Weltkrieg und ausgebildeter Starfighter-Pilot. Er gilt noch heute als Bezwinger der Krise. Dass er der Erste war an der Spitze der Luftwaffe, der sich mit diesem Flugzeug auch auskannte. Er ist es selber geflogen, er hatte in einer früheren Zeit Starfighter-Verbände unter seinem Kommando und er wusste schon seit Mitte der 60er Jahre sehr genau, wo der Schuh drückt oder wo die Probleme mit diesem Waffensystem liegen. Der neue Luftwaffeninspekteur sorgt dafür, dass sich die Ersatzteilversorgung verbessert. Er stellt hunderte zivile Techniker aus der Luftfahrtindustrie ein, um den Mechanikermangel zu beheben. Zudem strafft er die Organisation in den Geschwadern. Er ist auch dafür verantwortlich, dass Fanganlagen errichtet werden, um Zwischenfälle in der heiklen Start- und Landephase abzufedern. Und er verordnet den Piloten mehr Trainingsflüge, damit sie schnell größere Routine auf der F-104 bekommen. Steinhoff setzt auch durch, dass der moderne und leistungsfähigere Martin-Baker-Schleudersitz in die F-104 eingerüstet wird, der bereits bei den SATS- und SEL-Programmen verwendet wurde. Das System bietet den Piloten selbst am Boden stehend, zum Beispiel in einer brennenden Maschine, noch ausgezeichnete Überlebenschancen beim Schleudersitzeinsatz. Der Schleudersitz war schlecht. Der war einfach schlecht, der Sitz. Und man hat ihn dann ja auch ausgetauscht. Aber wir haben viele, viele Unfälle gehabt durch das Versagen oder dadurch, dass der Schleudersitz nicht richtig performte, wie man sagte. Deswegen ist ja sofort betrieben worden, den Martin Baker reinzusetzen. Der war eben viel besser. Der konnte noch schneller reagieren, noch höher schießen. Und der war eben das, was man an sich schon am Anfang hätte haben müssen. Bereits 1967 zeigen die eingeleiteten Sofortmaßnahmen Wirkung. Die Unfallhäufigkeit geht entscheidend zurück. Sie pendelt sich ab 1970 schließlich auf internationalem Durchschnitt ein. Das zeigt, dass nicht das Flugzeug alleine Auslöser der Krise war. Immerhin wird der Jet in der Hochphase der Starfighter-Ära von 15 deutschen Verbänden geflogen. Zwei Geschwader gehören zu den Marinefliegern, die restlichen sind Einheiten der Luftwaffe. Das Gros bilden die Jagdbombergeschwader, von denen zwei auch Atomwaffen tragen können. Die Fliegerhorste liegen vor allem im Westen der Republik. Bei einem Angriff des Warschauer Paktes soll genügend Zeit bleiben, die Maschinen in die Luft zu bringen, bevor sie am Boden zerstört werden. In den Geschwadern haben die Flugzeugführer die Einsatzverfahren optimiert und können so die Vorzüge der F-104 voll ausnutzen. Das lag zum einen daran, dass die Radarrückstrahlfläche des Starfighters sehr gering war. Man hat uns sehr spät erkannt und mit entsprechender Geschwindigkeit war es für die Schiffe meistens zu spät zu reagieren. Und der zweite Punkt war die Bewaffnung. Wir hatten äußerst moderne Waffen damals mit der Cormoran und der Harm.
Doch die Tage des Starfighters in den Einsatzstaffeln sind bereits gezählt. Schon in den 70er Jahren waren die Jagd- und Aufklärungsgeschwader mit der F-4 Phantom ausgestattet worden. Ab 1982 sattelten dann die Jagdbomberverbände und Marineflieger peu à peu auf den Mehrzweckjet Tornado um. Forschungsergebnisse für den Bau des Tornados liefert auch das Experimentalprogramm CCV, dessen Flugversuche 1976 auf dem Flieger Horst Manching beginnen. Das Control Configured Vehicle soll wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung neuartiger Steuerungssysteme bringen. Technologieträger wird die F-104. Die Ingenieure installieren hinter dem Cockpit dieser F-104 ein zweites Höhenleitwerk. So wird aus dem aerodynamisch stabilen Starfighter ein instabiles Versuchsflugzeug. Der Testpilot kann diese instabile Maschine nur mit Hilfe von Computern und einem sogenannten Fly-by-Wire-Steuerungssystem fliegen. Und es ist ganz klar gewesen, dass der Trend von superstabilen Flugzeug Zweiter Weltkrieg über weniger stabile Flugzeuge in der Zwischenzeit zu irgendwann einmal instabilen Flugzeugen führen würde. Instabile Flugzeuge können nicht rein mechanisch geflogen werden, gesteuert werden, sondern müssen über Computer gesteuert werden. Ohne Computer, die ständig hunderte Messdaten abgleichen und auswerten, kann ein Mensch solch ein instabiles Flugzeug alleine nicht in der Luft halten. Man braucht ein superschnelles Steuerungssystem, das die Eingaben des Piloten nicht mechanisch über Seilzüge, sondern mittels elektrischer Leitungen und Impulse in Wimpernschlagtempo an die Steuerflächen wie das Seitenruder weiterleitet. Ein instabiles Flugzeug mit gleichen, sage ich mal, geometrischen Voraussetzungen bringt ihnen viel mehr Auftrieb oder viel engere Kurven oder viel höhere Gehbelastungen. Das CCV-Experimentalprogramm endet 1984 mit einer Vielzahl von Daten. Diese führen zu revolutionären Steuerungssystemen, die noch heute die Grundlage für moderne Flugzeuge bilden, wie dem Megaflieger A380 oder dem Kampfjet Eurofighter. Nach dem tragischen Absturz der Kunstflugformation in Nörvenich im Jahr 1962, bei dem 4 Starfighter-Piloten sterben, stellt die Luftwaffe sämtliche Aktivitäten im Kunstflug komplett ein. Jahrelang gibt es in der gesamten Bundeswehr kein spezielles Team mehr. Erst 1979 zeigt ein Marineduo wieder ein Demonstrationsprogramm, das im In- und Ausland große Zustimmung findet. Im gleichen Jahr stürzt jedoch bei einem Flugtag im englischen Yeovilton erneut ein deutscher Starfighter ab, der allerdings nicht zu dem Vorführduo gehört. Der Pilot wird getötet und die Marine stellt ihre Vorführungen vorerst wieder ein. Erst 1983 wartet das Marinefliegergeschwader 2 in Eggebeck für den Tag der offenen Tür erneut mit einem F-104-Demo-Team auf. Die Vikings sind geboren. Wir haben effektvoll an Flugshows teilgenommen und die Leute waren durchweg begeistert. Und das mit wenig Aufwand, mit verhältnismäßig vernünftigen Mitteln, taktische Manöver aneinandergereiht. Und das sah gut aus und das waren 12 Minuten, die es in sich gehabt haben. In der Folge demonstrieren die Vikings auf zahlreichen nationalen und internationalen Flugshows ihr fliegerisches Können und die besonderen Fähigkeiten des Starfighters. Dabei geht es nicht in erster Linie um die Vorführung besonders spektakulärer und damit gefährlicher Flugmanöver. Vielmehr wollen die Marineflieger die taktischen Manöver aus dem täglichen Einsatzflugbetrieb vorstellen. Dass die Luftwaffe sehr schlechte Erfahrungen mit dem Starfighter als Kunstflieger gemacht hat. Auch andere Nationen hatten da Pech mit tödlichen Unfällen. Und insofern war es nicht einfach, in Deutschland ein Programm durchzusetzen, das mit dem Wort Kunstflug verhaftet war. In den folgenden Jahren werden die Vikings mit ihrer eindrucksvollen Vorführung zum Publikumsmagneten.
Die Marineflieger schaffen es, das schlechte Image der F-104 in der deutschen Bevölkerung zumindest etwas aufzupolieren. Nach den schmerzlichen Anfangsjahren mit mehreren Absturzserien haben die Luftwaffe und die Marineflieger den Starfighter in den 1980er Jahren im Griff. Highlight der Viking-Ära wird eine Abschiedstour durch die Vereinigten Staaten. Dabei präsentieren die Marineflieger den deutschen Starfighter am Himmel über New York City, der Freiheitsstatue, San Francisco und dem Tor zum Goldenen Westen, der Golden Gate Bridge. Hunderttausende Zuschauer in den Staaten starren bei den Flugmanövern der Vikings gebannt in den Himmel und jubeln den deutschen Piloten nach ihrer Show am Boden zu. Für viele Luftfahrtfans besitzt die F-104 einfach eine fast magische Strahlkraft. Also die Zuschauer, die waren erstmal aufgrund des Lärms beeindruckt. Der Starfighter mit Nachbrenner hat ein, ich sag mal, Grummeln erzeugt, das ging durch den Bauch. Das hat vielen gefallen, die auf Flugtagen waren. Andere nicht. Sie kennen sicherlich die Tiefflugdiskussion. Es gibt da auch andere Meinungen dazu, aber die auf Flugtagen waren, haben es gemocht. 1986 endet die kurze, aber sehr erfolgreiche Zeit der Vikings. Der Starfighter ist in der Bundeswehr zum Auslaufmodell geworden, den die F-4 Phantom und vor allem der Mehrzweckkampfjet Tornado ersetzt haben. Die Erinnerungen an diese Starfighter-Epoche leben bei den Beteiligten aber fort. Ich habe allein zwei Leitsordner voller Fanpost von Leuten, die einfach geschrieben haben, wie toll sie unser Programm fanden. Das kann einen stolz machen und wir haben, glaube ich, damit die Marine sehr würdig vertreten. Nicht nur die Marine, eigentlich auch die Bundeswehr, die Luftwaffe mit diesem Flugzeug. Am 22. Mai 1991 wird auf dem Flieger Horst Manching mit dem Abschiedsflug bei der Wehrtechnischen Dienststelle 61 das letzte Kapitel des Starfighters in Deutschland geschlossen. Schon vier Jahre zuvor, 1987, hatte das Jagdbombergeschwader 34 im bayerischen Memmingen als letzter Einsatzverband die F-104 ausgemustert. Anschließend flogen noch einige Jets beim Luftwaffenversorgungsregiment 1 im bayerischen Erding. Ich kenne keinen Piloten, der Angst hatte, in den Starfighter zu steigen. Jedenfalls nicht in der Zeit, in der ich im Geschwader war. Ich habe auch keinen Piloten kennengelernt, der irgendwann mal gesagt hat, jetzt will ich nicht mehr. Im Gegenteil, alle hatten Spaß an dem Flugzeug. Die Fliegergeschichte der deutschen Starfighter ist mit der Ausmusterung aber noch lange nicht zu Ende. Viele Maschinen werden an befreundete Staaten abgegeben. Fast 70 gehen an die USA, die sie nach einer technischen Überholung an Taiwan abgeben. 3 an die NASA, rund 60 an Griechenland, 200 an die Türkei und 6 nach Italien. Viele Armeen setzen weiter auf die Fähigkeiten der F-104. In der deutschen Bevölkerung wird der Jet dagegen seinen schlechten Ruf nie ganz los. Das ist die Ambivalenz dieses Waffensystems, dass die Piloten diese Maschine überwiegend noch innig lieben. Ein Pilot sagte mir mal vor längerer Zeit, das muss man sich so vorstellen, als wenn man den roten Ferrari abgenommen bekommt und anschließend einen VW-Käfer fahren muss. Dieses Flugzeug vereint alles, was ein Flugzeugführer begehrt. Schnelligkeit, Agilität und ungeahnte Leistungsfähigkeiten. Die Leistungswerte des Starfighters sind für die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in der militärischen Fliegerei geradezu phänomenal. 1958 stellt die F-104 mit rund 2260 Stundenkilometern einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf. Nur ein Jahr später schießt der legendäre Jet auf die Weltrekordhöhe von mehr als 31.000 Metern empor. Der Starfighter ist das erste Flugzeug überhaupt, das zur gleichen Zeit die Weltrekorde für Maximalgeschwindigkeit, Flughöhe und Steigrate hält. Am Ende ist die F-104 für fast 45 Jahre Teil der NATO-Luftstreitkräfte in Europa und steuert sicherlich ihren Teil zur Abschreckung in den Hochzeiten des Kalten Krieges bei. Ab den 70er Jahren kann man sagen, hat die Luftwaffenmarine den Starfighter im Griff gehabt. Als Fazit meine ich für diese Zeit, war mit diesem Waffensystem ein angemessener Beitrag geleistet worden im Rahmen des Auftrags innerhalb der NATO zur Abschreckung und späterhin auch zur eventuellen Abwehr eines eventuellen Angriffs beizutragen.
Damals ist das Wort Starfighter in der Bevölkerung praktisch das Synonym für das Wort Kampfflugzeug. Der 17 Meter lange, nur 7 Meter breite und etwas mehr als 4 Meter hohe Jet wird zum Mythos. Vielfach wird die Maschine verteufelt. Die F-104 steht für Intrigen, dunkle Machenschaften, atomare Aufrüstung, Bestechlichkeit, politische Willkür, Skandale, Tod und Verderben. Angefacht wird das Misstrauen der Bevölkerung von einer zu Recht wachsam kritischen Presse. Für die meisten Piloten, die tagtäglich in die F-104 einsteigen, ist die Maschine dagegen ein sensibler Hightech-Jet mit beeindruckender Leistungsfähigkeit. Der Starfighter war mit Sicherheit eines der schönsten Flugzeuge, ist es immer noch. Wenn man die Statistiken ansieht, sicherlich auch eines der tödlichsten. Allerdings, die Einschränkung muss gemacht werden, dass in den letzten 10 Jahren kaum noch tödliche Unfälle passiert sind. Dennoch, die Zahlen muten gigantisch an. Die Regierung kaufte 916 Jets zum Preis von rund 4,4 Milliarden D-Mark. Mehr als 2000 Starfighter-Piloten wurden ausgebildet, die rund 2 Millionen Stunden hinterm Steuerknüppel saßen. Dabei ging fast ein Drittel der Flotte verloren. 108 deutsche und 8 US-Piloten ließen ihr Leben. So komisch das klingt, der Starfighter hat die Luftwaffe weitergebracht. Einmal hat er dazu geführt, dass sie strukturell neu aufgestellt worden ist und sehr viel effektiver arbeiten konnte. Das zweite ist, dass man sich hinsichtlich der Ausbildung des technischen und des fliegenden Personals sehr viel Gedanken gemacht hat und sehr viele neue Ausbildungskonzepte umgesetzt hat. Und drittens, dass eben auch die Infrastruktur in den Verbänden neuartig konzipiert worden ist. Unter dem Strich ist der Starfighter nach wie vor ein durchschnittliches Flugzeug hinsichtlich seiner Unfallzahlen. Er ist mehr als 2 Millionen Stunden in der Bundeswehr geflogen und seine Unfallzahlen sind nicht anders als bei anderen Flugzeugen auch. Am Ende verlor die Bundeswehr statistisch alle 6630 Flugstunden einen Starfighter. Ein Durchschnittswert im internationalen Vergleich. Hätte Deutschland damals über eine Bundeswehr auf heutigem Leistungsstand verfügt, viele Piloten wären wohl verschont worden. Der Starfighter hat der jungen Bundeswehr in den 1960er Jahren schonungslos ihre Grenzen aufgezeigt und mit brutaler Härte dafür gesorgt, dass folgende Generationen deutscher Jetpiloten